In diesem Video wollen wir uns die Keen Unisex Kinder Newport H2 Trekking- und Wandersandalen näher anschauen. Das ist ja der Klassiker von Keen, kann man sagen, die robusten, wasserfesten Sandalen. Und was es im Detail damit auf sich hat, das wollen wir jetzt mal anschauen. Karton ist wie immer gleich. Öffnen wir das Ganze mal. Markencheck von Keen, von der Qualität her. Also das heißt, man hat da eigentlich nie irgendwelche Schuhe mit Defekten, weil die wirklich ein gutes Management haben. Ihr seht ganz deutlich, das sind gebrauchte Schuhe, eine Saison getragen. Und da sehen wir auch mal, wie robust die Schuhe sind. Die Schuhe kommen mit den typischen Profil für den Outdoor-Bereich eher, weiterhin auch mit dem Schutz der vorderen Zehen, also da ist die Sohle hochgezogen, das ist echt praktisch, muss man wirklich sagen, weil Kinder, die stolpern einfach immer wieder und tun sich was, und gerade wenn die barfuß hier in diesen Schuhen sind, wäre das sonst nämlich sehr blöd. Ansonsten natürlich nochmal das Label Waterproof, das heißt, die sind wasserfest, und von dem Verschluss ist es Hybrid, das heißt, ihr habt einmal hier vorne so einen Bändchenmechanismus, aber wohlgemerkt ohne Schleife, sondern ihr habt hier so einen kleinen Gummizug und damit könnt ihr das befestigen. Das ist sozusagen für die allgemeine Passform eures Kinderfußes, und danach gibt es hier für die Kids zum schnellen Rein- und Raushuschen einen Klettverschluss, und den können die auch meistens in jungen Jahren schon selbstständig öffnen. Ihr seht hier die Sohle, die ist ebenfalls aus einem weichen Kunststoff, ist ein bisschen atmungsaktiv, und das ist auch gut so, weil Sommer ist ja immer eine Zeit, wo ja die Füßchen auch ein bisschen schwitzen, und man muss auch bei diesen Schuhen sagen, es ist so ein hybrides Teil. Also ich würde weder sagen, es ist eine ganz typische Sandale, noch ist es jetzt der ganz typische geschlossene Schuh. Es ist irgendwie dazwischen, weil ihr seht schon, hier hinten ist alles zu, also es gibt auch jetzt kein reines Riemenbändchen für die Ferse hinten, das ist alles zu. Aber das hat seinen Grund, denn dadurch wird auch die Reibung an den Füßen des Kindes minimiert, und das ist echt eine coole Sache. Also unser Sohn trägt die schon in verschiedenen Größen und hatte nie irgendwie aufgeschürfte Füße oder ähnliches. Wenn wir rangehen, ist es auch alles super verarbeitet, muss es auch da wasserfest, es ist alles verklebt und ähnliches, und das ist gut. Von der Flexibilität ist es schon ein ganz schöner Klopper, aber wenn man überlegt, dass ein Trekking und ja, Wanderschuhe im Bereich, dann hat das schon wieder alles seinen Sinn, dass es so stabil gebaut ist. Gibt eine kleine Anziehhilfe hinten, die Schlaufe, die ganz obligatorisch ist mittlerweile bei Keen, und das soll es gewesen sein. Die Nutzer selber sind vollkommen überzeugt von diesen Sandalen, kann man wirklich mehrere Saison tragen, also beziehungsweise mehrere Kinder, weil das Kind wird ja kaum den kleinen Fuß behalten, da kann man da ohne Probleme auch ja an die Geschwister weitergeben, beziehungsweise auch manchmal gebraucht kaufen. Wie gesagt, die sind eine Saison getragen, und wenn wir überlegen, was in Deutschland die Sommermonate sind, dann sind die effektiv 2 Monate angezogen oder ähnliches. Wir schauen mal auf den Preis. Der ist leider ein bisschen happiger. Also wir haben hier die Keen-Schuhe bei ca. 36 bis 50 Euro. Ich glaube, unverbindliche Preisempfehlung liegt irgendwas zwischen 49 und 59 Euro. Das ist echt heftig, aber ihr seht hier, bei Amazon gehen die bei 40 Euro los, und diese Keen Newport H2 gibt es in ganz unterschiedlichen Farben. Ihr könnt ganz typische Jungen, ganz typische Mädchenfarben kaufen. Am Ende ist es aber so, dass dieser Schuh ja ein Klassiker ist. Und Klassiker geht für beide Geschlechter. Und auch die Farben sind, finde ich, relativ typisch. Aber ihr kriegt die garantiert auch in ein Mädchenpink und ein Himmelblau für Jungs. Das wäre es in diesem Video. Ich mache euch den Link zu diesen Sandalen unterhalb des Videos. Macht's gut! Viel Spaß beim Wandern und Kinder ausführen. Ciao!